Salve! Wir haben Freitag, den 20. September. Es ist 18.05 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel und ihr schaut den Film, weil ihr was über den DAX wissen wollt. Wir hatten heute großen Verfalltermin. Normalerweise ein Tag mit mehr Volumen. Das fand ich jetzt heute nicht so besonders, aber der September-Verfall ist nicht prädestiniert dafür, hier wilde Volumina hin und her zu reißen. Das ist eher der Juni bzw. der Dezember. Selbst der März ist relativ uninteressant. Juni und Dezember sind zumindest meiner Erfahrung nach die umsatzreichen großen Verfalltermine. Na gut, schauen wir uns mal den Freund hier an. Es ist ein sehr widersprüchliches Chartbild, ähnlich dem Dow, da hatte ich gestern einen Film gemacht. Der Junge weiß noch nicht, was er hier machen soll. Fangen wir mal an, wir haben also uns hier am oberen Band hochgehangelt. Dabei haben wir ganz viele Gaps gelassen. Wir haben hier 11.912, also 11.912, 12.024, 12.270. Ja. Sieht aus wie ein Schweizer Kass, oder? Das ist also eine ganze Menge, was da noch offen ist. Das ist also nicht besonders stabil, sagen wir es mal so. Dann haben wir das obere Band verlassen und haben bisher nur bis zur 10-Tage-Linie reagiert. Das ist nicht besonders viel. Wir kämpfen mit der 12.500, waren wir heute schon fast mal kurz dran. Selbst wenn wir die schaffen, haben wir hier die 12.600 und hier das Jahreshoch mit 12.656. Das hier ist der Knackpunkt. Diese Kerze hier gilt zwar als Doji, ist allerdings für mich ohne echte Aussage, denn die Dojis sind dann wichtig, wenn sie wie zum Beispiel hier als solitär stehen, wenn sie einzeln stehen, wenn die mittendrin im Chart sind, so wie das hier, ist das nicht besonders interessant. Also ich gucke da nicht so drauf, ich nehme es zur Kenntnis. Eingangskurs gleich Ausgangskurs, Docht und Lunte, je nachdem, aber dem kann ich nichts abgewinnen. Von den Bändern hier habe ich hier keinerlei irgendwie geartetes Signal, gar nichts. Das MACD ist bei mir negativ, das kommt aber daher, dass wir diese Seitwärtsphase haben, nachdem das untere Band nach oben gestiegen ist, die Richtung also geändert hat. Die Stochastik gilt als überkauft, allerdings auch hier ohne Signal am Mittwoch war die schon mal unter der 80, ganz knapp 79, Ungrad. Das reicht mir hier momentan nicht, hat für mich keine echte Signalwirkung. Also für einen Short ist mir das jetzt hier zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Für einen Long, einen neuen frischen Long, bräuchte ich endlich mal Kurse hier über wenigstens 12.600, idealerweise über 12.656. Das ist ähnlich dem Dow, schauen Sie sich mal den Film von gestern an. Das ist, der weiß auch nicht, was er machen soll. Irgendwie fehlt ein externes Signal, welches auch immer das ist, was besonders gut sein kann, um es hochzumachen. Ansonsten, je länger der hier oben braucht, umso mehr Kraft verbraucht er hier unten. Also das ist sehr zweischneidiges Schwert und ich halte mich also jetzt am Wochenende eher mal zurück, eher mal raus, mal keine Position. Ich habe Ihnen aber auch ein paar Scheine mitgebracht, für den Fall, dass sich das am Montag nach oben oder unten auflöst. Nach oben auflösen ist natürlich im ersten Moment über der 12.500, dann ist die 12.600 eigentlich auch wieder eine Pflichtgeschichte. Nach unten auflösen wäre bei mir unter 12.300, aber da müssen wir schon 20, 30 Punkte drunter sein. Und dann haben wir als erste Unterstützung die 20-Tage-Linie, die halt pro Tag um 35 Punkte steigt. Die ist also am Montag bei 12.180. Und ansonsten halt alles hier unten, insbesondere die 11.850. Also gut, ich habe Ihnen ein paar Scheine mitgebracht. 12.026, da sind wir hier, wo sich jetzt meine Maus befindet. Das heißt, unter diesem Gap, ja, unter diesem, da hätten wir das hier oben alles schon geschlossen und dann wäre es das hier. Das ist von Goldman die GB1V3P. Das ist eine schwierige Nummer. GB1V3P. Das ist ein Open-End-Schein, Basis 12.026,83. Das ist eine Variante eher konservativ. Die hat einen Hebel von 28. Jetzt bin ich allerdings der Meinung, wenn wir wirklich hier drüber gehen, über die 12.500, da muss ich mir nicht einen Schein hier unten irgendwo suchen, dann würde ich wahrscheinlich einen nehmen, der hier drunter ist. Da habe ich Ihnen auch eine Alternative gefunden. Sie drehen hier einfach am Rädchen. Und ich habe gefunden mit einem 57er Hebel. Muss ich gerade nochmal schauen. Das war dieser hier. Das ist die 12.251. Da sind wir hier, wo jetzt die Maus ist.
Der hat also genügend Abstand zu dem letzten Low vom Dienstag. Und das kann man auch ruhig nehmen. Ich muss mir dann keinen Schein hier unten irgendwo nehmen, sondern wenn, dann kann ich den Hebel mitnehmen, wenn wir über die 12.500 gehen. Wie gesagt, das ist dieser hier, 56,66er Hebel im Moment. Und das ist die Kennnummer, ein Open-End-Schein, die Kennnummer, die GB25J5. Tja, und jetzt gucken wir mal nach dem Short. Ich finde, für einen Short bietet sich dieser an. Ebenfalls ein 57er Hebel, 12.690. Der liegt hinter dem Jahreshoch. Relativ knapp dahinter. Das sind nur 40 Punkte. Aber wenn wir das Jahreshoch nicht nur angreifen, sondern auch rausnehmen, dann wird er auch noch irgendwie eine 12.900 machen und vielleicht klopft er auch an der 13.000 an der Tür. Sehr gut möglich. Deswegen muss ich da keinen so hoch nehmen. Für mich kommt der Short erst dann in Frage, wenn wir unter die 12.300 gehen und schließen. Wenigstens mit einem Abstand von 25 Punkten. Das ist die 12.690 im Moment, ein Open-End-Schein. Und das ist die GA8FSE, Friedrich Siegfried Emil, GA8FSE. Tja, also Börse ist alles about Geduld. Ich muss mich in ihr üben, das ist für mich hier zu signallos. Wenn sie langweilig wird übers Wochenende, entweder heute Abend oder morgen im Laufe des Tages, kommt ein Interview auf NTV von mir und dem Jörg Scherer von HSBC Trinkhaus. Ich halte den Herrn Scherer für also einen der bekanntesten und definitiv einen der besten Analysten, die es hier in Deutschland gibt. Und das war mir eine große Ehre, dass ich mich da hinstellen durfte. Ich weiß nicht genau, wann es kommt, aber irgendwann irgendwo auf NTV, da geht es um Gold, um Öl, um DAX und um Einzelwerte. Ich wünsche euch viel Spaß, ein tolles Wochenende, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.